mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ich weiß, was du meinst. Und weißt du was? Ich helf dir, Neuling. Aber du schuldest mir was, okay? Ja, klar. Die Schwestern haben so eine Art Codewort. Ein Passwort? Ja, so eine Phrase, die sie benutzen. Wenn du ihnen klar machen kannst, dass du dazugehörst, müssen sie dich durchlassen. Woher willst du das wissen? Sagen wir mal, wir hatten schon miteinander zu tun. Das kann ich so genau wissen. Wie lautet das Passwort? Red mit ihnen und benutze diese Worte. Klaatu Barada Nikto. Das kenne ich irgendwoher. Wiederhole. Klaatu Barada Nikto. Nochmal. Reicht schon, ich hab's gespeichert. Sehe ich wie irgend so ein Vollidiot aus, oder was? Danke, du hast dein Gut bei mir. Na dann, bis später. Man sieht sich, Neuling. Schauen wir mal, ob wir damit was anfangen können. Wenn's hier Tribünen gibt, muss es auch eine Menge Veranstaltungen geben. Vermutlich haben die alle irgendwie mit Spucken zu tun. Mir ist jetzt nicht nach Sitzen. Ich wette, diese Platten sind hier schon länger als der gesamte Knast. Kann ich nicht hochheben. Na dann schauen wir mal, ob das Passwort irgendwas bringt. Vielleicht sollte ich... Okay, trainieren können wir nicht. Probieren wir doch mal, ob wir mit dem Passwort weiterkommen. Ach, guck mal einer an. Hier ist offen. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Nee. Können wir jetzt irgendwas... Da muss... Lieber nicht. Wir messen. Können wir vielleicht was... Ah, warte mal. Das Waschbecken ist wirklich winzig. Passt. Geht nicht. Versuch was wert. Tut mir leid, dass ich nochmal störe. Was denn noch, Frischfisch? Okay, dann sage ich mal den Zauberspruch. Wovon redest du da? Klaatu Barada Nektai? Nektar? Nickel? Ah, scheiße, wie war das nochmal? Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nikto. Das war's. Klaatu Barada Nikto. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt. Die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's heimzahlen? Ja. Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir umspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Bord. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich passe. Na komm schon. Lass mich nicht hängen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen Kuss. Ein Kuss? Vergiss es, das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig. Hier drin weiß man nie. Okay, ab in die Küche. Guten Morgen, ich heiße Randall. Bist du der neue Sous-Chef? Nee, ich wollte nur... Dann verpiss dich aus meiner Küche, du Schabe! Aber ich wollte doch nur... Ich will das nicht nochmal sagen. Ich reiß dir die Beine raus! Okay, okay, Mann. Bruno will mich scheinbar nicht in der Küche haben. Tja. Es klappert. Wie könnten wir das... Dafür... Egal. Nochmal mit Mary reden. Mary?
Was zum Geier ist denn mit dem Koch los? Ja, der ist schlecht drauf. Aber er kann nichts dafür. Als er klein war, hat ihn sein Vater gezwungen, seinen Hamster aufzufressen, als er sein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Damals entstand wohl sein fieser Charakter und seine Kochleidenschaft. Erstaunlich, aber wissen Sie was? Ich koche auch leidenschaftlich gern. Willst du damit sagen, dass du in der Küche arbeiten willst? Naja, es wäre echt toll. Da gibt's sicher eine Menge Zeug, das ich in meinem Inventar ganz gut machen würde. Wie bitte? Oh, nichts. Na gut, dann mache ich dich vorläufig zum Sous-Chef. Sag Bruno, dass du sein neuer Gehilfe bist und zeig ihm, was du drauf hast. Danke, Murray. Ich werde mein Bestes geben. Ich lass ihn mal arbeiten. Na dann gehen wir gerade wieder in die Küche. Und schauen wir mal, was wir da alles klauen können. Ich habe ja schon so einiges gesehen. Hallo nochmal, mein Freund. Ich will hier... Verpiss dich aus meiner Küche, Kakerlack! Hey, warte mal, Bruno. Ich soll dir hier beim Kochen zur Hand gehen. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Murray sagt das. Vielleicht solltest du mal ein Wörtchen mit ihm reden. Ich will keinen Ärger mit den Wachen. Die haben mich eh schon auf dem Kieker, seit ich einem von ihnen mal den Daumen abgebissen habe. Oh, okay. Also, was soll ich machen? Ich sag doch, ich brauche keine Hilfe. Aber schätze, du könntest mal mit der Suppe anfangen. Nimm den Topf da drüben. Alles klar. Den trage ich nirgendwo hin. Nur kaltes Wasser. Ein Haufen kleiner Dreiecke. So viel dazu. Was haben wir denn noch? Brühwürfel. So. Zack. Den Topf benutzt Bruno gerade. Ich werd's nicht mal probieren. Den benutzt Bruno gerade. Bruno, ich wollte mit dir über was Bestimmtes reden. Provozier bloß nicht meinen Blutdurst. Fang mit der Suppe an und lass mich in Ruhe. Ist das so schwer zu kapieren? Tja, was haben wir denn sonst noch? Schauen wir mal. Einschalten, Kontrollknöpfe, okay. Zeiteinstellung, Temperatur und Start. Habe ich wohl was falsch gemacht. Nochmal. Also das ist zum Einschalten. Dann haben wir lila und blau. Probieren geht ja über Studieren. Okay, hier geht wohl nichts. Wir haben bloß blau und grün. Grün sind die Kontrollknöpfe und blau für die Zeiteinstellung eigentlich.
unterscheidet sich möglicherweise. ...9000 haben wir auch. Hol ich da nicht. Oder? Vielleicht müssen wir auch noch was reinwerfen. Lieber. Naja, lassen wir das mal. Bruno. Ovozier. Was für. Das Waschmittel hat sich im Wasser aufgelöst. Aus dem Topf da. Aus dem. Es. Lieber nicht. Könnte nicht. Irgendwas brauchen wir noch. Die fasse ich nicht an. Es läuft zwar in letzter Zeit. Die Katze ist echt zum Gruseln. Das. Tja. Selbst wenn ich diese widerliche Plörre nehmen wollte. Nur ein Glas. Lieber nicht. Jetzt ist es etwas länger. Ein Maßband. Eine Gefangenenuniform. Wie ziemlich. Das ist der Napf von der. Das macht. Das macht alles irgendwie keinen Sinn. Das Waschbecken ist wirklich. Was haben wir denn übersehen? Ach, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal hier den Vertreter anschnauzen. Bevor ich noch irgendwas anderes mache. Oder mich hier mit der Kochplatte auseinandersetze. Ab in den Hof. Na sieh mal, wer da kommt. Wenn das nicht unser Freund Randy ist. Hast du schon mit Box gesprochen? Hat er dir sein Necronomicon gezeigt? Das verdammte Arschloch hat mich ausgetrickst. Hey, Arschnase. Er ist einer von uns. Bisschen Respekt hier. Einer von euch? Ihr erzählt doch nur Scheiße. Was hat denn der schon drauf? Immerhin hat er mit einem Satz aus dem Film letzte Woche einen verblödeten Rookie dran gekriegt. Also so seid ihr gewickelt, ja? Hey, sieh's mal positiv, Junge. Immerhin hat's Spaß gemacht. Hey, du verdammter Lügner. Wir sind noch nicht fertig. Entspann dich. War doch bloß ein Spaß. Jetzt habe ich dich auf meiner Liste. Du weißt ja, wo du mich finden kannst, Neuling. Du hältst dich besser von unserem neuen Freund fern. Oder eine Nacht mit Box in der Wäscherei wird sich wie ein Abschlussball-Date anfühlen im Vergleich mit dem, was wir mit dir anstellen. Nein, und sein Arsch auch nicht. Ach ja? Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr beste Freunde geworden seid. Guck mal, der kann kaum noch laufen. Ich hab mir nur einen Wolf gelaufen. Ich hab den Typen nicht mal berührt. Habt ihr das gehört, Jungs?